Guten Abend, ich bin Sky Dumont. Ich werde in den folgenden 45 Minuten darauf achten, dass die Satire-Sendung Extra 3 nicht über die Stränge schlägt. Wir sind ja schließlich in der ARD. Ja, und da gelten nun mal die Humorrichtlinien, die mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart wurden. In diesem Sinne, Ihr Sky Dumont. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Willkommen zum Irrsinn der Woche. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das ist sehr freundlich. Dankeschön. Liebe Zuschauer, die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer schockiert uns alle. Und ich finde, unsere Gesellschaft hat diesmal wirklich adäquat reagiert. Mit Empörung, einem ARD-Brennpunkt und einer Schweigeminute bei Günther Jauch. Okay, es waren genau genommen nur 37 Schweigesekunden, weil Jauch Angst hatte um seine Quote, ne? Hat ein bisschen Druck gemacht, ne? Aber es waren zugegebenermaßen die interessantesten 37 Sekunden, die ich bei Günther Jauch überhaupt jemals gesehen habe. Hätte man ruhig aussehen können. Die EU hat, das wissen Sie, auch sofort einen 10-Punkte-Plan präsentiert. Das klingt kompakt, das klingt dynamisch. Ja, es müssen immer 10-Punkte-Pläne sein. 9-Punkte-Pläne oder 11-Punkte-Pläne bringen gar nichts. Verpuffen wirkungslos, es müssen 10 Punkte sein. Und diese 10 Punkte, die haben es wirklich in sich. Das sagt auch der Sprecher von Pro Asyl. Guten Morgen. Gibt es unter diesen 10 Punkten, die die Innen- und Außenminister der Europäischen Union erarbeitet haben, einen Punkt, wo Sie sagen, der ist richtig gut? Nee, eigentlich nicht. Wie bitte? Keinen einzigen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser 10-Punkte-Plan, meine Damen und Herren, ist ein Plan voller Hilfsbereitschaft, voller Hochachtung vor dem Leben. Ja, ich möchte fast sagen, ein Plan voller Liebe. Also im Vergleich. Im Vergleich zu einer Anleitung für einen Staubsauger. Ne? Ein Punkt zum Beispiel besagt, dass ab sofort Fingerabdrücke von Flüchtlingen genommen werden sollen. Ne? Regelmäßig. Soll so eingeführt werden. Okay, es hilft jetzt Menschen in akuter Seenot erstmal so nicht direkt weiter. Stimmt, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es gibt einen anderen Punkt. Ganz zentralen Punkt, die EU will die Flüchtlinge besser auf die verschiedenen Länder aufteilen. Gut, auch diese Idee setzt jetzt zeitlich eher später an, wenn man es denn schon an Land geschafft hat. Oder nehmen Sie den Punkt schnellere Rückführung von illegalen Zuwanderern. Ich bin kein Experte für Seenotrettung, aber wenn man da Leuten im Flüchtlingsboot zuruft, wir werden euch dann schneller zurückführen. Ich habe das Gefühl, auch die Idee ist keine so wirklich große Hilfe. Ich glaube ja, ein Ein-Punkte-Plan hätte gereicht, und zwar mehr Rettungsboote. Ganz einfach. Und wir hatten es doch schon. Es wurden ja früher viel mehr Menschen gerettet. Ja, viele könnten jetzt noch leben, wenn die italienische Initiative Mare Nostrum nicht eingestellt worden wäre. Aber Sie wissen, das war der EU zu teuer. 108 Millionen Euro im Jahr hätte das gekostet. Das ist natürlich eine Menge Holz. 108 Millionen, sehr viel Geld. Gucken Sie mal, was das ausmachen würde im EU-Haushalt. Hier, man muss genau hingucken, es ist so ganz, ne, ist genau, es sind 0,08%. Ja. Nochmal zur Erinnerung, als 2008 die Bankenkrise über uns hereinbrach, da war sofort klar, dass die EU alle Banken retten würde, egal was es kostet. Daher empfehle ich ja Flüchtlingen aus Afrika, dieses T-Shirt hier zu tragen, wenn sie von uns Europäern gerettet werden wollen. Ich bin nicht arm, ich bin von der Commerzbank. Das könnte helfen. Nur so hat man eine Chance auf Hilfe. Wenn Sie das nicht haben, ja, wenn Sie das nicht haben, dann gibt es vielleicht ein paar warme Worte und wenn es hochkommt, noch ein kostenloses Lied. In der Tat ist die Situation auf dem Mittelmeer auch sehr unbefriedigend. Ja, ne? Afrikaner, hört mal her, Syrer und auch Libyer, wir sind die Sesselpupser der EU. Wer hat euch kolonisiert, Exporte schön subventioniert, eure Wirtschaft ruiniert, EU. Business as usual. Nobelpreis, den haben wir gekriegt, doch Flüchtlinge, die wollen wir nicht, wir machen unsere Grenzen dicht, EU. Wir tun ja menschlich und spielen die nette EU. Doch selbstverständlich bleiben die Grenzen eh zu. Für Hilfe waren wir uns zu fein, die Seenotrettung.
Rettung sparen wir ein. Italien schafft das schon allein. Oh oh. Nichts sehen, nichts hören. Wir haben's immer ignoriert. Doch hoppla, was ist jetzt passiert? So viele sind noch nie krepiert. Oh no! Betroffen gucken alle Mann. Schnell mal einen 10-Punkte-Plan. Ich glaub, wir haben genug getan. Und tschüss! Tschüss! Wir tun ja menschlich und spielen die nette EU. Doch selbstverständlich bleiben die Grenzen eh zu. Ein Lied von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Und sogar unser Innenminister. Sogar unser Innenminister Thomas de Maizière findet, dass wir lieber weniger Flüchtlinge bei uns aufnehmen sollten, denn je mehr wir nach Europa holen, umso mehr lösen wir einen Sogeffekt aus. Dieser schlimme Sogeffekt. Genau, also im Klartext, es ist schon besser, wenn es nicht immer alle übers Meer schaffen. Dann sollte er aber konsequenterweise auch in Autos die Airbags verbieten. Denn nur wenn Leute wirklich bei Unfällen sterben, fahren sie vielleicht auch mal langsamer. Ne? Abschreckung. Es geht um Abschreckung. So sind wir. Das ist das vielbeschworene christliche Abendland. Das ist Christentum. Bald gibt es die Bibel übrigens in einer Neuübersetzung von Thomas de Maizière. Darin wird es dann heißen, und Jesus sprach zu dem Aussätzigen, Nee, aber wenn ich einen heile, da kommen sie doch alle an. Ihr könnt mich mal. Amen. Meine Damen und Herren, wir wollen fair sein. Wir wollen wieder mal, so sind wir bei Extra 3, wir wollen alle zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich in dieser angespannten Lage, den stellvertretenden Vize-Ersatzpressesprecher von Thomas de Maizière begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Guten Tag. Ja, Tag auch. Und beste Grüße aus dem Innenministerium. Thomas de Maizière lässt sich entschuldigen. Allerdings bekümmert ihn schon, dass einige seiner Äußerungen zu Flüchtlingen in der Vergangenheit irgendwie missverstanden wurden. Deswegen ein paar klärende Worte. Als sich der Herr Minister im Januar gegen das Kirchenasyl für Flüchtlinge aussprach, weil eine Kirche nicht über den Einwanderungsgesetzen stehe, wurde er vom Kölner Weihbischof Ansgar Puff dafür getadelt. Hierzu stellt Herr de Maizière fest, Ansgar Puff ist ein lustiger Name. Wie schon, halten Sie ein. Wie schon mehrmals erwähnt, ist der Innenminister sehr an der Einwanderung qualifizierter Einwanderer interessiert. Allerdings sollten in diesem Fall auch Regeln eingehalten werden. Im Prinzip besteht momentan nur Bedarf an hellhäutigen IT-Spezialisten mit Studium der Germanistik. Gern auch aus Ländern, die nicht so weit weg sind. Zum Beispiel Belgien. Gut wäre es, wenn diese Belgier ihren Wohnsitz in Aachen hätten. Die können ja dann direkt da einfach wohnen bleiben. Minister de Maizière ist in der Tat ein großer Freund der Zuwanderung, also echt jetzt. Er ist lediglich dafür, dass Einwanderer aller Art sich vor ihrer Einreise bzw. Flucht mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache vertraut machen. Sollte der Fluchtwillige kein Geld für einen Deutschkurs bei der syrischen Volkshochschule haben, empfiehlt er sich stattdessen, eine Sprachen-App aufs iPad zu ziehen. So leicht kann es gehen. Und Herr de Maizière sagte in Verbindung mit dem Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer, die Seenotrettung ist kein Allheilmittel. Ja, aber er meinte damit, für Bergsteiger. Also für Menschen in Seenot ist Seenothilfe im Prinzip schon gesund. Das Rettungsprogramm Mare Nostrum wurde eingestellt, klar. Weil man sich aber jetzt auch nicht vorstellen konnte, dass die Afrikaner ohne Aussicht auf Rettung echt noch mal zu fliehen versuchen. Ich meine, dafür gab es ja dann auch das Ersatzprogramm Triton. Das ist jetzt zwar nur eine küstennahe Patrouille, die nichts anderes tut, als zu gucken, wer es jetzt konkret lebend bis ans Ufer schafft, aber man zeigt wenigstens höfliches Interesse. Und Triton klingt so lustig nach Erfrischungsgetränk. Ja, leider war Ansgar Puff als Name zu lang. Der Innenminister ging wirklich auch fest davon aus, dass wenn niemand mehr gerettet wird, die Schlepperbanden ja dann auch irgendwann sagen, Mensch, das ist jetzt doof. Ja, da muss ich das Gewerbe abmelden. Schade. Dieses Konzept ist nicht zu 100% aufgegangen. Herr de Maizière ist auch zornig darüber, dass die Schlepperbanden zwar überaus professionell zu Werke gehen, räumt aber auch ein, dass die im Gegensatz zur Deutschen Bahn wenigstens fahren, wenn man zahlt.
Hören Sie auf. Ja, ja. Zusammengefasst. Thomas de Maizière arbeitet daran, sensibler gegenüber der Verzweiflung von Flüchtlingen zu werden, damit diese Texte, die ich hier als Pressesprecher schreiben muss und dann auch noch rausorgel, nicht immer so bitter sein müssen. Trotzdem, Ansgar Puff ist wirklich ein lustiger Name. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Thomas de Maizière, ja. Der Mann hat es aber auch wirklich nicht leicht gerade. Ne? Nein, nein, nein. So. Ja, ganz gut. Ne? Nein, er hat es nicht leicht. Das Statussymbol Nummer 1 in Deutschland, meine Damen und Herren. Ich bin inzwischen davon überzeugt. Es ist nicht mehr der Porsche, die Landhausküche oder die Angeber-Kaffeemaschine. Ich glaube, es ist Stress. Erzählen Sie mal auf einer Party, nö, ich arbeite nicht viel. Ich mache mich nicht kaputt in meinem Job. Also, um ehrlich zu sein, ich mache mir einen ziemlich lauen Lachs. Und mein Chef verlangt auch nicht viel von mir. Nein, der ist genauso gechillt. Da müssen Sie mit einer Zwangseinweisung in die nächste Psychiatrie rechnen. Ohne Stress bist du doch gar nichts. Da bist du ein Loser, ein Underperformer. Und ganz wichtig ist auch, nach spätestens 10 Jahren muss der Burnout kommen. Du brauchst dann einen Burnout als Beweis dafür, dass du alles richtig gemacht hast. Ja, dass du gebrannt hast, dass du geburnt hast. Du kannst sagen, Mann, ich habe geburnt. Habe ich auch. Ich habe aber sowas von geburnt. Ein Großteil von dem Stress, den wir haben, den machen wir uns selber. Zum Beispiel mit unseren Handys. Wusstest du schon, wenn man immer erreichbar ist, ist das Leben viel einfacher. 4,20 Euro. Heike, na du? Und man hat nie wieder das Gefühl, etwas zu verpassen. Nee, pass gut, pass gut. Bist im Fahrstuhl. Ha, ich persönlich mag ja die Rolltreppe lieber. Ja, okay. Ciao. So. Entschuldigung. Michi, das ist ja eine Überraschung. Wenn man immer erreichbar ist, ist man seinen Liebsten viel näher. Gibt's denn heute gar kein Frühstück? Kathi, hier sind wir. Du weißt doch, dass wir mal hier essen, du Dummerchen. Da drüben ist doch gar kein Empfang. Komm. Ach, deswegen hat keiner angerufen. Ja. Wenn man immer erreichbar ist, ist das Leben viel entspannter, besonders nachts. Und? Hat schon jemand angerufen? Nein. Schlaf weiter. Ich weck dich in 2 Stunden zu deiner Handywache, hm? Okay. Wenn man immer erreichbar ist, hat man nie mehr Langeweile. Mensch, Horsti, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon heute Nacht, ruft gar keiner mehr an. Ich sitze hier schon seit 2 Stunden. Nein, du störst gar nicht. Null. Wenn man immer erreichbar ist, hat man einfach viel mehr vom Leben. Hallo, Chef. Ach, Sie wollten sehen, ob ich erreichbar bin. Ja. Moment, mein Privathandy klingelt. Bleiben Sie dran. Hallo? Oh, falscher Bund. Das kann ich... Wenn man immer erreichbar ist, ist man im Notfall nie alleine. Oh. Hallo? Sind Sie wach? Können Sie mich hören? Sind Sie ansprechbar? Ihr Handy klingelt. Jetzt gehen Sie doch mal ran. Hallo? Ach, du bist. Ja. Der Wasserhahn ist kaputt. Ja, kein Problem. Da musst du einfach einmal gegenhauen gegen das Ding. Dann macht das Klack und dann müsste es wieder funktionieren. Geht wieder? Ja, ist doch super. Die Waschmaschine ist auch kaputt. Wenn man immer erreichbar ist. Oh, hallo Tom. Du, ich spreche gerade für Extra 3. Nee, störst nicht. Erzähl. Ach, der Sommer kommt bald. Ach, Tom. Ein Film von Oliver Goke und Tobias Döll. Morgen ist es soweit. Morgen ist es in den Läden. Das neue Gerät, das man haben muss. Das heißt, es ist nicht in den Läden. Es wäre in den Läden, wenn es nicht so viele Vorbestellungen gäbe. Aber die Leute haben so viel vorbestellt. Ja, deshalb ist es noch nicht in den Läden. Aber bald kommt es in die Läden. Es geht um eine Armbanduhr. Ein Wahnsinn. Lass den Kauf, sag mir mein Verstand. Ist doch alles nur Lifestyle, nur Tinne von Tant. Doch die Schnösel um mich geben mir zu verstehen. Tja, ohne dieses Gadget
kannst du nicht mehr leben. Meine Damen und Herren, Johannes Oerding. Ich hab nie gewusst, dass ich sowas brauch. Oh nein. Gentle Tap, Herzschlag, Beschleunigungs- und Blutdruckmesser und Fitness-Tracker. Alles rennt. Alle wollen die Apple-Uhr. Ich lad sie auf. Da hat der Tag Struktur. Das Design ist albern. Und die Apps sind auch ein Witz. Doch das Ding ist von Apple, also nehm ich es mit. Oh ja, ich nehm es mit. Ich trag jetzt ne Watch, wenn ich trainier, damit die Freunde auf Facebook meinen Puls kommentieren. Diese Uhr scannt mich durch, wo immer ich stehe. Dann gibt's ein Smiley von der NSA. So nah und persönlich war mir nie ein Gerät. Und nächstes Jahr im Apple Store stellen Sie den iVibrator vor. Mal sehen, wie lange der Akku hält. Alles rennt. Alles von die Apple-Uhr. Und ich lade sie auf. Da hat der Tag Struktur. Das Design ist albern. Und die Apps sind auch ein Witz. Doch das Ding ist von Apple, also wird es ein Hit. Oh ja. Es wird ein Hit, es wird ein Hit. Riesengroß, ein Wahnsinns-Hit. Wahnsinnig ein groß, gigantischer ein Riesen-Hit. Und wir haben uns gedacht, wir wollten endlich mal gerecht sein. Und wir haben dieses Jahr der Wahrheit die Ehre gegeben. Wir haben den Originalwerbespot der AfD zur Bundestagswahl 2013 nachgedreht. Erstmal sehen Sie jetzt, leicht gekürzt, den Originalwerbespot der AfD. Das tut jetzt ein bisschen weh. Aber da müssen Sie kurz mal durch. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht? Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum unsere Renten vorne und hinten nicht mehr reichen? Ja, während wir immer mehr Geld an bankrotte Länder überweisen. Haben Sie sich schon mal gefragt, wer die Zockerei der Banken am Ende bezahlen darf? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum nicht alle Einwanderer hier bei uns in Deutschland etwas leisten müssen? Wir wollen Einwanderung nach Qualifikation, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Wir wollen die Euro-Rettungspolitik stoppen. Geben Sie Deutschland eine Alternative. Soweit der Originalspot. Und wir haben ihn neu gedreht. Wir haben die Darsteller ausfindig gemacht, die da mitgespielt haben. Und wir haben ihnen einen ehrlicheren Text in den Mund gelegt. Mein persönliches Extra-3-Highlight 2014. Viel Spaß. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht? Und die AfD so bescheuert ist, einen Schauspieler auf eine Brücke zu stellen, um irgendwelchen populistischen Blödsinn abzulassen? Wir haben leider niemanden gefunden, der freiwillig so einen Stuss in eine Kamera labert. Darum mussten wir Schauspieler engagieren. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum Menschen sich für so ein Schmierentheater wie diesen Wahlwerbespot hergeben? Wir sind Schauspieler. Ob wir nun eine Leiche im Tatort spielen oder einen AfD-Anhänger, ja, wo ist denn da der Unterschied? Wir zahlen den Schauspielern 300 Euro für ihren Auftritt in unserem Wahlwerbespot. Entschuldigung, wir meinen natürlich 600 D-Mark. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eine moderne Frau vor einem modernen Bürogebäude die rückständigen Ansichten der AfD teilen sollte? Wir möchten eben gerne liberal und modern rüberkommen. Dafür ist uns auch kein Taschenspielertrick zu billig. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Ihnen ein falscher Arzt mit Migrationshintergrund den Unterschied zwischen guten und schlechten Ausländern erklärt? Wir würden nie offen gegen Ausländer wettern. Das lassen wir lieber von einem Ausländer machen. Mut zur Wahrheit haben wir nicht. Geben Sie Deutschland eine Alternative zur Alternative für Deutschland. Ach ja,
Extra 3 bezahlt mich natürlich auch für diesen Auftritt. Und übrigens, Extra 3 ist echt die beste Sendung der Welt. Ganz, ganz toll. Soll ich bitte? Okay. Und ob das gut war. Alicia Anker und Oliver Dohrke waren für diesen Beitrag verantwortlich. Und deshalb muss es für uns Alternativen geben zum russischen Gas. Kohle und Atomstrom sind irgendwie auch keine Lösung mehr. Selbst der Energieriese E.ON hat das jetzt gemerkt. Jahrzehntelang konnte man mit Kohle und Atom viel Geld verdienen. Jetzt geht es nur noch um die Beseitigung der Folgen. Das ist nicht mehr lukrativ, das macht keinen Spaß. Davon will sich E.ON trennen. Ja, ist doch eine gerechte Verteilung. Um die Gewinne kümmert sich E.ON, um die Verluste der Steuerzahler. So haben alle was davon. Die Atomenergie hat zwar keine Zukunft, aber der Atommüll durchaus. Mindestens 100.000 Jahre. Eine strahlende Zukunft hat der Müll vor sich. Aber bevor ihr euch klammheimlich aus dem Staub macht, E.ON, Martina Hauschild hätte da noch ein paar Fragen. Du E.ON, ich frage mich gerade, müssen wir eigentlich für den ganzen Atomschrott bezahlen, wenn ihr irgendwann pleite seid? Sag mal, E.ON, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr wollt uns verarschen. Aber klar verarschen wir euch. Wegen dieser blöden Energiewende müssen wir ja irgendwie unseren ganzen verstrahlten Kram loswerden. Auf unserem Atommüll ist leider kein grüner Punkt drauf. Blöd zu entsorgen. E.ON, wir sind da mal weg. Die sind noch mal weg. E.ON-Chef Johannes Theissen bekommt von uns diese Wanderschuhe zu Weihnachten geschenkt und auch diesen Wanderstock. Damit kann er ganz schnell weglaufen vor der Verantwortung. Gut, Wanderschuhe hätten in diesem Herbst auch viele Pendler gebraucht, die leider nicht mit der Bahn fahren konnten, dank GDL-Chef Wieselski. Ein Mann, den im Sommer noch niemand kannte. Viele sagten, was macht der Assad auf einmal bei der Bahn? Heute kennen ihn alle. Seinen Namen, sein Gesicht, sogar seine Telefonnummer. Der Bild-Zeitung sei Dank. Die GDL streikt ja nicht nur für sich, sie streikt auch für die Schaffner. Man fragt sich so ein bisschen, warum? Können die Schaffner das nicht selber? Ich glaube, wenn die Schaffner sagen würden, wir streiken, wir kontrollieren jetzt ein paar Wochen lang konsequent in den Zügen keine Fahrkarten, es hätte niemand aus der Bevölkerung was dagegen. Wieselski hat aber andererseits dafür gesorgt, dass wir uns wieder freuen über die kleinen Dinge im Leben. Ja, an Weihnachten zum Beispiel wird nicht gestreikt. Super. Achtung auf Gleis 11, der ICE Schwein gehabt, fährt heute planmäßig ein. Hurra! Es geht Wieselski um etwas, das eben größer ist als die Interessen der Deutschen Bahn. Die einen sagen, ein demokratisches Streikrecht, andere sagen, sein Ego. Und weil dieses Ego so viel aushalten musste, bekommt Wieselski von uns dieses wunderbare Porträt, ja, aus dem Arbeitszimmer von Bahnchef Grube. Ja. Unsere Reporterin Jasmin Winkemann hat über die Bahnstreiks berichtet. Das war für sie überhaupt kein Problem. So eine Bahnstreikreportage, das macht die aus dem Stand und ohne Wimper zu zucken. Ich stehe hier mal wieder auf einem Bahnsteig, weil die GDL, oh Wunder, mal wieder streikt. Tja, wer hätte das gedacht? Die Gründe sollten Sie ja mittlerweile eigentlich auch alle kennen. Es geht um mehr Geld und mehr Markt, bla bla bla. Ach, ist doch immer das Gleiche. Hier jetzt ein paar Bahnstreikbilder aus unserem Archiv. Neudreh lohnt sich da ja nicht, ist ja eh immer das Gleiche. Leerer Bahnsteig, Menschen vor einem Infopoint, Taube auf Anzeigetafel, Pärchen mit Smartphone, genervte Frau. Ich bin mittlerweile so genervt. Lokführer guckt aus Lok. Total spannend. Natürlich muss ich jetzt auch noch einen genervten Reisenden fragen, wie doof er alles findet. Und wie doof finden Sie es, dass die GDL wieder streikt? Ja, sehr doof. Ich meine, die GDL kann ja nicht... Bla, danke schön. Und mit einem super innovativen Schritt nach rechts kommt jetzt auch noch der Pressesprecher der Bahn ins Bild. Der erzählt uns wie immer, dass... Ach, hören Sie selbst. Ja, die Forderungen der GDL sind vollkommen überzogen. Und die Vorschläge der Bahn liegen seit Wochen auf dem Tisch. Danke, bis morgen dann. Natürlich muss jetzt auch noch die Gegenseite zu Wort kommen. Deswegen kommt jetzt ein super spannender O-Ton von GDL-Chef Wieselski. Gott, ist das lang. Wir sind nicht im Verhandlungsmodus, darum geht's gar nicht. Das ist nichts, was wir beachten können und wir machen keine Kooperation. Zum Schluss jetzt noch das obligatorische Bahnstreik-Symbolbild. Herr Müller, Sie sind dran. Och, Herr Müller, im Ernst, müssen wir immer wieder bei Null anfangen? Die Kelle muss höher, wie die letzten 43 Mal. Geht doch. Und damit zurück ins Studio. Danke, Jasmin, und danke auch an Oliver Dohrke.
Geschenke heißen ja Geschenke, weil sie verschenkt werden. Würde man sie nur verleihen, hießen sie auch nicht Geschenk, sondern Geleih. Das könnte bald üblich werden. Ne? Teilen und Leihen liegt durchaus im Trend. Sie kennen zum Beispiel die private Taxikonkurrenz Uber. Da können sich ganz normale Menschen anmelden und mit ihrem Auto Taxi spielen. Klingt sehr modern und vor allem sehr sozial. Aber ist es das auch? Früher bin ich immer so alleine mit meinem Auto von A nach B gefahren. Aber jetzt mit der Internetplattform Uber kann ich auch Leute mitnehmen. Für Geld. Fast wie ein Taxifahrer. Gut, ein Taxifahrer kriegt auch Urlaubsgeld und Krankengeld und Rente. Und wenn ich jetzt mit meinem Fahrgast hier irgendeinen Unfall baue, sind wir alle nicht versichert. Was? Nee, alles gut. Aber dafür bin ich Teil einer großen Idee. Die Idee teilen ohne Gegenleistung. Also bis auf das Geld halt, ne? Sharing. Früher habe ich ab und zu mal ein Zimmer an einen Studenten untervermietet. Für 300 Euro im Monat. Aber das war mir dann irgendwie zu kapitalistisch. Heute share ich das Zimmer über das Internetportal Airbnb und verdiene 100 Euro am Tag. Früher sagte man Pension dazu. Aber Sharing klingt einfach besser. Sharing ist modern und bringt Menschen zusammen. Genial einfach. Schatz, wer ist der Mann in meinem Bett? Ich habe unser Schlafzimmer auch noch geshared. Ach so. Kaum zu glauben. Wir haben bisher so viel Geld verschenkt, weil wir unser Schlafzimmer immer selbst genutzt haben. Mhm. Wenn Sie fertig sind, machen Sie dann das Licht aus? Ja. Yep. Gut, mein Mann verdient bei Uber nicht besonders viel. Aber es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, sich was dazu zu verdienen. Du bist ja total verspannt. Soll ich dir mal den Nacken massieren? Nee, ich habe dich nämlich im Internet geshared. Du musst jetzt dem Herrn Schmattke den Nacken massieren. Ach so. Kaum zu glauben. Wir haben so viel Geld verschenkt, weil wir uns immer nur gegenseitig den Nacken massiert haben. Mama, fährst du mich zum Sport? Nee, geht jetzt nicht, weil ich für Uber schon die Kinder der Müllers zum Sport fahren muss. Das ist ganz woanders. Guck doch mal bei Uber, ob dich irgendwer fahren kann. Kaum zu glauben. Wir haben bisher so viel Geld verschenkt, weil wir unsere ganze freie Zeit mit Freizeit vergeudet haben. Share Economy bringt Menschen näher zusammen. Mama? Oliver Dörfer und Jesko Friedrich. Ja, ja. Das sind schon echte Wohltäter. Die Leute von Uber und Co. Jetzt zum Beispiel nach dem Anschlag in Sydney haben sie mal ganz schnell die Preise um das Vierfache erhöht. Die Leute von Uber. Das ist selbstlos und deshalb gibt es von uns den Scheinheiligenschein. Zu Weihnachten für Uber und Co. Natürlich nicht geschenkt, den gibt es nur geshared. Die Gebühr buchen wir dann ab. Es ist dieses Jahr schwer, sich zu entscheiden, denn es ist ja auch so, die völlig durchgeknallten Sommerloch-Themen, die schaffen es inzwischen auch in den Winter. Ist anscheinend der Klimawandel. Zum Beispiel jetzt gerade noch die CSU mit ihrer Deutschpflicht für Ausländer. Ein gesellschaftliches Miteinander funktioniert nur, wenn alle dieselbe Sprache sprechen, sagt die CSU. Andere sagen, ein gesellschaftliches Miteinander funktioniert nur, wenn CSUler gar nicht sprechen. Bei meinen persönlichen Arschgeigen-Awards stünde die CSU dieses Jahr auf Platz 1 bis Platz 14. Aber das würde ich so nie sagen. Denn ich arbeite für die ARD und in der ARD wird Toleranz großgeschrieben. Man sollte immer tolerant sein, auch wenn man Menschen nicht mag. Im November gab es hier die große Themenwoche Toleranz. Und natürlich haben auch wir mitgemacht. Alicia Anker. Der Extra-3-Beitrag zur ARD-Themenwoche Toleranz. Toleranz für Typen, die wir echt zum Kotzen finden. Er ist so einer. Thomas Middelhoff. Er ist ein Typ, den wir echt zum Kotzen finden und muss jetzt womöglich ins Gefängnis. Nur weil er vielleicht den Arcandor-Konzern an die Wand gefahren hat und Geld veruntreut haben soll. Viele von uns regen sich darüber auf, aber Menschen wie Middelhoff bleiben auf der Strecke. Es war ein anstrengendes Managerleben, erzählte er. Er sei rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Ständig Charter- und Heliflüge. Schrecklich. Stimmt. Irgendwie sind ja auch Typen, die wir echt zum Kotzen finden, ein Teil unserer Gesellschaft, ne? Vergisst man oft. So wie bei Carsten Maschmeyer. Der Ex-Schnauzerträger lebt am Rande der Gesellschaft. Also hier. Denn auch bei ihm steht die bittere Diagnose fest, er ist ein Typ, den wir echt zum Kotzen finden. Nur weil er sein Vermögen mit dem AWD machte, wären zahlreiche Kleinanleger eher
kein Vermögen damit gemacht haben. Also ich würde mir wirklich mehr Toleranz für diese Menschen wünschen, ne? Also die haben sich ja bestimmt auch nicht ausgesucht, so zu sein. So Typen, die wir echt zum Kotzen finden. Er vielleicht doch. Gerhard Schröder. Er bringt alles mit, was einen Typen, den wir echt zum Kotzen finden, ausmacht. Er ist befreundet mit anderen Typen, die wir echt zum Kotzen finden. Er muss mit den vielen Millionen von Gazprom leben und soll jetzt auch noch mit 2 Millionen von Maschmeyer zurechtkommen. Einfach so. Und das bei der Zinslage. Wir finden, eine Gesellschaft wie die unsere muss mehr Toleranz zeigen. Denn eines darf man nicht vergessen. Es sind zwar Typen, die wir echt zum Kotzen finden, aber auch Menschen. Aber auch Typen, die wir echt zum Kotzen finden. Danke, liebe ARD, danke für deine schönen Themenwochen. Nach der Themenwoche Tod und der Themenwoche Glück, dieses Jahr die Themenwoche Toleranz. Und liebe ARD, damit du weiter jedes Jahr ein Thema aufblasen kannst, sodass es eine ganze Woche füllt, schenken wir dir diese schöne Themenluftpumpe. Ja? Glück, Tod, Toleranz. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. Damit habe ich alle Geschenke komplett. Der Werbung als solcher wird ja immer vorgeworfen, sie würde lügen. Natürlich lügt die Werbung. Das ist so, als würde man einem Satiremagazin vorwerfen, dass es Gefühle verletzt. Stopp, vorsichtig. Man sagt natürlich irreführende Werbung. Und die zu verbieten, wäre ja noch schöner. Als nächstes verbietet man Männern mit kleinem Pimmel, sich einen Porsche zu kaufen. Echt, wehret den Anfängen. Aber trotzdem, der Molkerei Moloch Ehrmann hat seinen Kinderquark Monsterbacke mit dem Slogan »So wichtig wie das tägliche Glas Milch« beworben. Da dieser Kinderquark, was immer das sein soll, es klingt wie Rentnerporre, egal. Da dieser Kinderquark allerdings derartige Mengen Zucker enthält, dass es beim Melken der Kuh hätte knirschen müssen, passt halt irgendwie nicht. Oder um kurz zu sagen, der Bundesgerichtshof lässt diesen Slogan zwar zu, verfügt aber, dass ein erhellender Anhang an dieser Aussage gehört, zum Beispiel so wichtig wie das tägliche Glas Milch. Die muss nämlich weg, da bildet sich schon grüne Haut drauf. Oder, naja, fest steht, die Lebensmittelindustrie tut so, als wäre sie Rolf Zukowski, ist aber Bushido. Ein Werbespot von Freddy Radeke. Oder was? Ja, langsam hast du es raus. Ist nicht schlecht. 9 Sendungen noch. Los geht's. Ist Ihr Kind morgens auch immer so langweilig entspannt, ausgeglichen und konzentriert? Dann holen Sie sich die völlig überzuckerten Power-Glucosis mit dem Frühstücks-Cerealien. Papa, kann ich ein gesundes und nahrhaftes Frühstück bekommen? Nein, mein Sohn. Der Frühstücks-Cerealien bringt uns doch immer Power-Glucosis. Power-Glucosis bringen dir extra viele Zusatzstoffe wie E102, 122 und 180. Lecker. Besonders bedenklich für Allergiker. Mama, das juckt überall. Ach, das macht nichts, Schatz. Das geht gleich wieder weg. Nimm doch noch eine Portion. Für die extra Portion Farb- und Aromastoffe. Aus der Region ist die Oma von dem polnischen LKW-Fahrer, der das Zeugs von Ungarn nach Deutschland gekarrt hat. Der Nährwert des Inhalts entspricht dem Nährwert der Pappverpackung. Papa, warum habe ich denn so schwarze Zähne? Das kommt von dem ganzen Zucker. Du Dummerchen. Mit den wichtigsten Bestandteilen aus gut 0,7 Milliliter Milch und mehr als 100% Zucker. Außerirdisch schlecht und nicht von dieser Welt. Power-Glucosis mit dem Frühstücks-Cerealien. Ach, total ungesund, aber wir verdienen eine Schweinekohle damit. Jo. Konnte ich jetzt mal wenig mit anfangen. Ich meine, wir hatten ja sowas gar nicht, als ich ein Kind war. Was soll das? Bei uns gab es maximal Tritop, diesen dubiosen Sirup zum Verdünnen, der kommt von der gleichen Insel wie Godzilla. Der trockene, kennen Sie den? Voll mit Zucker, aber das war damals egal, weil du musstest nur so eine kleine Kappe auf so einen Wassereimer und ins Grundwasser kommen durfte das auch nicht. Brandgefährlich, das war nicht schlimm. Du durftest nur die Pulle zu Hause nicht umkippen lassen, hat die ganze Siedlung für immer nach Mandarine gestunken. Aber, weißt du, wenn wir das überhaupt hatten? Meistens haben wir da gar kein Geld für. Meistens gab es den guten, löslichen Zitronentee, ein feines Getränk. Kennen Sie das? Diese hohen Dosen mit diesem Granulat. Geschröbbel da drin, das kostet wirklich nichts, ist günstig, löst sich halt nur in nichts auf.
Wobei, die Zubereitung ist ja simpel. Du nimmst einfach so ein Gefäß, da machst du 9 bis 12 Löffel von diesem Katzenstreu mit Zitronengeschmack rein. Und dann kippst du 1 Liter klar Wasser drauf und dann wurde gerührt. 1 Woche lang wurde nur gerührt. Währenddessen passiert in dem Glas ja nichts. Das löst sich ja nicht für 50 Pfennig auf. Alles blieb so in seiner Urform, so verklumpt. Man konnte den absolut unveränderten Zitronentee gebrocken so einen Namen geben. Da kommt der Uwe wieder, da kommt der Uwe wieder. Du hast gerührt. Und dann hast du den Löffel rausgenommen und zack, hatte man das Getränk. Es war der frühe Latte Macchiato, so 2 aufeinander gestapelte Schichten. Dann kommt man dann auch trinken. Erst kam so 1 Liter trübes Wasser und dann klatscht einem so 1 Kilo Paniermehl ins Maul. Das war... Hat aber hiermit eigentlich nichts zu tun. Was ist denn? Thorsten! Ich unterbreche dich wirklich ungern, aber ich frage mich gerade, wie du von Instant-Eistee rüberkommen willst zur Realsatire Bahnhof Grimma. Ja, überhaupt viel nicht. Viel Spaß. Hier, Realsatire Bahnhof Grimma. Viel Spaß. Der Bahnhof im sächsischen Grimma. Die Zeit hat hier und da ein paar Spuren hinterlassen. Die Empfangshalle ist dicht, aber der Bahnsteig wird noch genutzt. So gut es eben geht, bei dem Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ich habe schon erlebt, dass eine Frau neben mir aus dem Zug rausgefallen ist, eine ältere Frau. Und wir haben ihr dann wieder aufgeholfen. Also das ist schon, der ist schon tief und das finde ich nicht gut. Aber weil die Bahn ja total kundenfreundlich ist, hat sie direkt gegenüber für 200.000 Euro diesen neuen Bahnsteig gebaut. Und zwar mit allem Drum und Dran. Er ist barrierefrei, er hat eine Blindenleiteinrichtung, Fahrgastunterstand. Gute Sache, so sollten sie eigentlich im ganzen Netz aussehen, an den Stellen, wo sie gebraucht werden. Also auf zum neuen Bahnsteig an Gleis 2. Darauf haben auch diese beiden schon lange gewartet. Ich habe mich gefreut. Ich denke, nur endlich, jetzt kann ich ohne Probleme mal nach Leipzig fahren. Ja, etwas zu früh gefreut. Denn die Leipzig-Züge halten nicht am neuen Bahnsteig 2, sondern am alten Bahnsteig. Na, und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich halten alle Züge auf Gleis 1. Warum dann überhaupt der neue, teure Bahnsteig? Ja, das ist für uns sehr zweifelhaft. Wir wissen es nicht. Wir haben immer darauf hingewiesen, wir brauchen ihn nicht. Wir werden ihn auch zukünftig nicht benötigen. Warum? Sie bauen den neu und wird nicht benutzt? Ich weiß es nicht. Wenn da ein Zug fahren würde, dann wäre es ja sinnvoll, dass er gebaut wurde. Aber jetzt ist es Quatsch. Die Bahn dazu? Mit 2 Bahnsteigen steht eine höhere Infrastrukturkapazität zur Verfügung. Tja, Infrastrukturkapazitäten klingt erstmal gut, aber ich glaube, so richtig erklären tut das nichts. Doch, die Bahn wird den Bahnsteig schon irgendwann nochmal nutzen, wenn sie ihn denn vielleicht irgendwann mal braucht, eventuell. Die Bahn denkt da eben in etwas größeren Dimensionen. Infrastrukturanlagen werden nicht nur für die nächsten Jahre, sondern Jahrzehnte gebaut. Ich glaube, dass da nie ein regulärer Zug halten wird. Na, was soll's. Aber ist doch zumindest ein echter Hingucker, oder? Das war ein Film von Tim Grunenthal. Permanent online sein ist heutzutage eigentlich völlig normal. 24 Stunden am Tag im Netz ist noch nichts Besonderes. Als internetsüchtig gilt erst, wer am Tag 32 Stunden und mehr online ist. Aber Vorsicht, das Netz ist gefährlich. Man muss ein paar Sicherheitsvorkehrungen beachten. Ich zum Beispiel akzeptiere grundsätzlich nur Cookies, die zuckerfrei sind. Ganz wichtig. Die meisten Gefahren lauern beim Online-Banking. Und da ist wichtig, dass Sie alle ein paar Regeln wirklich grundsätzlich beherzigen. Regel Nummer 1. Die Homepage einer Bank ist nicht vertrauenswürdig, wenn da Bank mit CK geschrieben wird. Zweitens. Wenn Sie per Mail aufgefordert werden, Ihre Bankdaten der eigenen Bank mitzuteilen, ist das entweder ein Betrugsversuch oder Sie haben eine sehr, sehr dumme Bank. Und drittens noch ein Tipp, geben Sie zur Bestätigung von Online-Überweisungen grundsätzlich immer nur TAN-Nummern ein, die falsch sind. Mache ich immer, dann kann damit auch keiner Schindluder treiben. Mehr Tipps zum sicheren Surfen jetzt von Oliver Durke und Jesko Friedrich. Der 7. Sinn, sicher surfen im Netz. Wer kennt es nicht? Nach Feierabend möchte man gemütlich noch einmal zu wonnemöpse.de surfen. Das ist verständlich und ganz normal. Aber Vorsicht! Jede besuchte Webseite hinterlässt Informationen im Internetbrowser auf Ihrem Rechner.
Andere Webseiten wie Facebook oder Google können diese Daten einsehen. Und irgendwann wissen die Datensammler in den USA alles über Sie. Hier helfen ein paar einfache Tricks. Erstens, benutzen Sie für jede Webseite einen eigenen Browser. Oder gehen Sie auf Nummer sicher und nehmen für jede Webseite einen eigenen Rechner. Am besten verteilt über die ganze Welt. Einfach und effektiv. Zweitens, überlisten Sie die Gesichtserkennungssoftware. Herzlich willkommen, Frau Merkel. Drittens, lassen Sie Ihren Internetzugang von Ihrer gesamten Familie nutzen. Das macht Spaß und ist kinderleicht. Die Fülle an widersprüchlichen Informationen wird die Datensammler tüchtig verwirren. Eine auf Sie zugeschnittene Werbung sieht dann so aus. World of Senioren Warcraft. Jetzt neu mit Schminktipps für Teenies und tollen Auflaufrezepten. Wo ist meine verdammte Rheumasalbe? Und dann mit Käse überbacken. Und nicht zu viel Lippenstift. Sonst wird das billig. Viertens. Verhindern Sie, dass diese verfickten Datensammler Ihr Passwort knacken. Verwenden Sie nur Passwörter mit hoher Sicherheitsstufe. Wenn Sie Namen von Familienmitgliedern als Passwort verwenden, sind ein paar leichte Änderungen nötig. Lisa, hör mal zu. Dein Name hat irgendwie eine zu niedrige Sicherheitsstufe. Deshalb habe ich ihn umändern lassen. In L14Q38P Dollar Prozent Sternchen. Was? Ist einfach sicherer. L14Q38P Dollar Prozent Sternchen. Essen ist fertig. Vielleicht ist es aber für den kleinen Mann auch tatsächlich kein großes Aufregerthema. Ich denke mir manchmal, was wäre in Deutschland ein Aufregerthema? Sowas wie die Lokführer streiken für ein Tempolimit auf Autobahnen am Veggie Day. Das wäre ein richtiger Skandal. Ne? Aber dass bald private Daten gespeichert werden, dass keiner genau weiß, was mit denen passiert, wer die zu Gesicht bekommt, interessiert uns nicht so wahnsinnig. Ich frage Sie aber trotzdem, wollen wir das? Wollen wir das Fotos wie zum Beispiel, das Fotos wie dieses hier? Ne? Dass das in die Öffentlichkeit gerät, ja? Dass das irgendjemand angucken kann. Da sagt man doch, da wird die Privatsphäre verletzt. Wie fühlt man sich denn da als Hering? Ja? Nein, die Kanzlerin, der macht das nichts. Nein, nein. Der Merkel wird das nicht schaden. Der Merkel schadet überhaupt nichts. Aber wir sind einfach viel zu naiv. Und unser Reporter Tobias Schlegel wäre nicht unser Reporter Tobias Schlegel, wenn er das nicht eiskalt ausnutzen würde. Wir sind heute in Lübeck und kümmern uns um den Schutz Ihrer Daten. BND, NSA, Google, überall lauert der Datenklau. Deshalb bieten wir vom X3 Datenschutz ein brandneues Sicherheitskonzept. Ihre digitalen Daten werden bei uns komplett analog gesichert, mit Hilfe eines besonders verschlüsselten Systems. Sie müssen uns nur Ihre Passwörter verraten. Haben Sie da diese vierstellige Smartphone-PIN? Können Sie mir die sagen? Dann löschen wir die, damit BND und NSA auch keinen Zugriff mehr haben. 64. Piep. Was ist die Handy-PIN bei Ihnen? Wie ist der Code? Hamster. Piep. Hamster? Piep. Ja. Okay. Wie wäre das bei dir? Mandy 1. Piep. Mandy 1. Piep. Ja. Okay. Okay. So, dann haben wir die zwei PINs jetzt einfach mal analog gespeichert. Und die kommen dann in unsere Datenschutzgesetze. Das heißt, wir sorgen auch dafür, dass keiner die digital ausstellen kann. Ja. Passwort, E-Mail, wie setze ich das zusammen? Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ist es ein Name? Ja. Der Name der Mutter? Nein. Kannst du mir einmal nur sagen? Sternchen. Sternchen. Und dann noch eine Zahl? Piep. Sternchen? Piep. Und Großbuchstaben, also so verschieben. Haben Sie E-Mail-Passwort? Das würde ich jetzt hier sagen. Kleines T, ja, und großes N. Aha. Und kleines T. Ist das ein Name, ein besonderer, oder? Ja. 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 Welcher Name ist das? Von meiner Katze. Von deiner Katze? Ja. Ernsthaft? Ja. Wie heißt denn die Katze? Muschi.
So, und ab mit der Muschi ins Kästchen. Machen Sie eine EC-Karte dabei? Ja. Damit wir die Nummer speichern. Ein für alle Mal. Und die PIN-Nummer kannst du mir ganz leise sagen. Also wirklich, niemals die Daten, die sensiblen Daten rausgeben, ne? Nee, aber das habe ich ja jetzt gerade getan. Ja, haben Sie gemacht. Ja. Ja, okay. Eigentlich war das ja jetzt echt ziemlich dumm von mir, richtig? Nein, alles richtig gemacht. Denn bei uns, dem X3 Datenschutz, sind Ihre Daten immer in sicheren Händen und gut aufgehoben. Ups. Vielen Dank, Martina Hauschild. Mann. Aber so ist das. Wir machen es den Datensammlern wirklich verdammt leicht. Wer von uns würde schon freiwillig zum Beispiel auf sein Smartphone verzichten? Keiner. Das hat man immer dabei. Ja? Immer. This is a relationship which must abide in genuine love, remembering that God himself has established it by his means. By the high standard of love, God's wisdom gives marriage. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Als Menschen noch keine Mobiltelefone hatten, ja, mancher historische Moment würde heute ganz anders verlaufen. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein. Das Smartphone ist natürlich auch mehr als ein Telefon. Das Smartphone, womit kann man das vergleichen? Ich finde, ein Smartphone ist eigentlich eine Art Teddybär für Erwachsene, oder? Sowas, an dem man sich festhalten kann, das einen begleitet und beruhigt, egal wo man ist. Es gibt auch inzwischen dermaßen viele Anwendungen für alle Lebensbereiche. Das ist das Tolle, man muss vom Display eigentlich gar nicht mehr hochgucken. Morgen. Mein Papa sagt immer, Apps für das Smartphone bereichern unser Leben und helfen uns in jeder Lebenslage. Und? Hast du gut geschlafen? Geht. Zwischen 2 und 4 Uhr habe ich nur 16,6 Mal in der Minute geatmet. Herzfrequenz war aber normal. Okay. Was machst du? Ich notiere das in meine Tagebuch-App. Ah, okay. Mein Papa sagt immer, Apps sind für jeden etwas. Mensch, Florian, lang nicht gesehen. Was gibt's Neues? Du, ich bin Vater geworden jetzt, ne? Und wir wandern aus. Weißt du, wer gestorben ist? Ja, das super, du schreibst mir doch auf WhatsApp. Okay. Oder mit der Facebook Messenger App. Oder mit Threema oder mit Telegram. Du kannst auch twittern, ich habe auch die Twitter App, wie du willst. Ich habe ja alle, ne? Meine Mama sagt immer, ohne Apps ist man total aufgeschmissen. Mama, was hast du denn? Ich bin schwanger. Aber du hast doch eine Verhütungs-App. Ja, ich habe mein Handy verloren. Was? Was ist denn los hier? Deine Tochter hat ihr Handy verloren. Was? Das Handy? Dann sind ja die ganzen Apps weg. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Durch Apps bleiben wir aktiv und sportlich. Stopp. Mama, der Bus kommt gleich, ich muss schnell los. Kannst du bitte heute zu Fuß zur Schule gehen und mein Smartphone mitnehmen? Und mach die Runners-App an. Ich brauche noch 8463 Schritte heute. Danke, Schätzchen. Meine Eltern sagen, mit Apps kann man seine Freizeit viel besser planen. Okay, wir haben die App vom Freizeitpark, wir haben die Wetter-App. Ja, wir haben die Kofferraumpark-App und wir haben die Online-Ticket-App. Anna ist in ihrem Zimmer mit der Was-ziehe-ich-heute-an-App und macht sich fertig. Die Raststättenfinder-App und die Radio-App. Candy Crush-App. Fertig. Oh nein, warte, ich habe noch ein Instagram-Update. Wir müssen auch noch warten, bis sich meine Verkehrs-App aktualisiert hat. Okay, haben wir alle Apps? Ja. Ja, können wir ja. Oh, warte mal. Meine Time-App sagt gerade, es ist schon 3. Lohnt sich gar nicht mehr loszufahren. Oh. Zum Glück hast du eine Time-App, sonst wären wir umsonst gefahren. Und Apps erinnern einen auch an alles Wichtige. Schatz? Mhm. Meine Beischlaf-App sagt, dass du mich seit 2 Wochen nicht mehr georgelt hast. Was? Nee. Meine sagt vor 3 Tagen erst. Hier. Wieso? Da warst du doch auf Geschäftsreise. Hier, guck mal, die neue Koch-App. Zeig die doch mal her. Ja, hier, sieh mal. Ja, guck mal, können wir wieder Gulasch machen zum Beispiel. Ja. Mein Papa sagt immer, mit Apps kann man auch viel besser abschalten. So, meine Lieben, und wir machen jetzt alle unsere Handys aus. War nur ein Witz. Aus meiner neuen Witze-App. Apps sind eine echte Bereicherung für unser Leben. Sagen jedenfalls meine Eltern. Ja.
ein Film von Olli Durke und Jakob Leube. Ja, nach den Anschlägen von Paris vermutet der Verfassungsschutz Nachahmungstäter auch in Deutschland. Leider weiß man ja nicht, was diese Typen planen. Die lassen sich ja nicht in die Karten schauen. Es sei denn, man geht so weit und traut sich das, dass man sich einschleust in eine deutsche Terrorzelle. Und ich begrüße nun den Mann, der das tatsächlich gewagt hat. Der einzig wahre Enthüllungsreporter, Günther Wallraff. Guten Abend, Herr Wallraff. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Wallraff, da gibt es offenbar mitten unter uns gibt es Menschen? Es gibt, das ist richtig. Herr Wallraff, die Leute lachen mit Ihnen, nicht über Sie. Da müssen Sie jetzt keine Sorgen haben. Es gibt Menschen unter uns, die sich innerlich abwenden von unserer Zivilisation, die ganz eigene Zirkel bilden und offenbar zu den abscheulichsten Taten fähig sind. Das ist richtig, Herr Ehring, aber lassen Sie uns nicht über das Dschungelcamp reden. Nicht über... Nein, ich meinte eigentlich die islamistische Szene in Deutschland. Sie wissen so wenig. Ja. Sie haben sich wirklich eingeschleust in eine Dienstlakener Terrorzelle. Das war doch wahrscheinlich unglaublich kompliziert. Das war hochkompliziert, Herr Ehring, nicht? Schauen Sie, wenn Sie nach Dienstlaken reinfahren, Sie kennen das vielleicht auch, da ist, da ist ein Ortseingangsschild, nicht? Und dahinter ist ein Hinweisschild, katholische Messe, Sonntag, 11 Uhr. Und dann ganz klein, da müssen Sie ganz genau hinschauen, nicht? Islamistischer Bombenlegerkreis, Freitag, 18 Uhr. Ja, da fragt man sich natürlich wirklich, wie kommen junge Männer in Dienstlaken dazu, sich so einem Kreis anzuschließen? Warum machen die nicht das, was alle machen? Warum gehen die nicht zur katholischen Landjugend? Ach, Herr Ehring, um sich am Ende auch noch sexuell missbrauchen zu lassen. Ja, Moment. Sexuellen Missbrauch gibt's im Dschihad aber auch. Ja, aber da ist man auf der anderen Seite, Herr Ehring. Okay. Welche Anschlagsziele haben denn die Islamisten genau? Haben Sie da was rausfinden können? Nun, darüber haben wir lange diskutiert in der Gruppe, nicht? Einige waren für die Nahverkehrszüge. Ich habe interveniert. Nein, der Nahverkehr bei der Deutschen Bahn, das ist für die meisten Reisenden schon Terror genug, nicht? Die sind oft mal alle mit der Bahn gekommen, nicht? Ja, aber ich verstehe das richtig. Es sind offenbar konkrete Anschläge in Planung. Ja, selbstverständlich, Herr Ehring. Du meine Güte. Und Sie wissen auch wann? Ja, selbstverständlich, Herr Ehring. Wann denn? Nicht? Ja, womöglich schon nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende? Ist ja furchtbar. Ja, selbstverständlich, Herr Ehring. Nicht? Das ist, ja, Wochenendarbeit. Nee, ja, also nicht? Glauben Sie bloß nicht, dass es dafür auch nur eine einzige Jungfrau extra gibt. Nicht? Ja, ich war entsetzt, nicht unter welchen Arbeitsbedingungen diese jungen Islamisten da funktionieren müssen. Nicht? Ach. Herr Wallraff, ich verstehe das nicht ganz. Arbeitsbedingungen? Was soll denn das jetzt heißen? Ja, die sind doch die ganze Zeit gefordert, rund um die Uhr, nicht? Wir Bomben bauen, Waffen beschaffen und so weiter. Nicht teilweise bis spät in die Nacht. Ich habe das auch fotografisch hier dokumentiert. Ja, das ist natürlich sehr dunkel. Da sieht man ja nur den Mond. Das ist erschreckend. Herr Ehring, das ist meine Glatze. Oh, Entschuldigung. Im Übrigen, das geht schon bei der Ausbildung los, nicht? Es gibt bei uns in Deutschland bis heute, nicht? Keine Berufsausbildung für islamistische Attentäter, nicht? Ja, dann wird doch mal die IHK gefordert. Herr Wallraff, es geht doch hier nicht um Ausbildung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Ja, vom Arbeitsschutz kannst du schweigen, Herr Ehring, nicht? Ich habe hier Arbeitskleidung gesehen, da rollen sich mir heute noch die Fußnägel hoch, nicht? Hier Sprengstoffgürtel zum Beispiel. Da konnte ich nur sagen, Leute, wenn ihr das anzieht, das kann lebensgefährlich sein. Ja, ist mal gut. Jetzt mal anderes Thema. Es kommt ja aus der Politik jetzt wieder die Idee, dass wir unbedingt die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Sie jetzt mit Ihren Erfahrungen aus der Islamismus-Szene, wäre das eine Möglichkeit, um Anschläge zu verhindern? Auf jeden Fall, nicht? Diese Vorratsdatenspeicherung, die brauchen wir dringend. Da sind Sie sicher? Selbstverständlich, Herr Ehring. Sie wissen auch, Herr Wallraff, dass dann die Ermittler Zugriff hätten auf diese Bilder. Das kann ich erklären. Da hatte ich Geburtstag, nicht? Ja, Vatertag, nicht? Das bin ich nicht. Herr Ehring, ich bin doch gegen die Vorratsdatenspeicherung. Machen Sie das weg, nicht? Machen Sie das weg, Herr Ehring, sonst gehe ich. Vielen Dank, Günter Wallraff. Vielen herzlichen Dank. Ich gehe.
Es gab in den letzten Wochen eine breite Front gegen Islamisten. Alle waren Charlie, ich natürlich auch. Ich hatte auch dieses Schild, ich hatte auch was auf der Rückseite. Inzwischen geht die Debatte so ein bisschen in eine andere Richtung. Sie haben das wahrscheinlich auch mitbekommen. Jetzt sagen viele auch wieder, ja, man muss es auch verstehen. Jetzt geht's los mit dem großen Ja-Aber. Ne? Da sind ja auch religiöse Gefühle verletzt worden. Vielleicht sollte man darauf Rücksicht nehmen. Ich sehe das nicht so. Ich meine, wir können uns doch nicht von Männern mit Kalaschnikows vorschreiben lassen, wo die Grenzen der Satire erreicht sind. Oder womöglich nur noch über Witze lachen, über die auch Islamisten lachen können. Wie sähe denn das dann aus? Frauen könnten einparken, dürfen aber nicht. Haha, ne? Sehr lustig. Cindy, Neues aus Islamazan. Oder nur am Beten. Ne? Sehen Sie sich ein. Diese Typen glauben, sie könnten uns das vorschreiben oder so viel Angst machen, dass wir da in vorauseilendem Gehorsam sowas nicht mehr machen. Ich kann Ihnen nur sagen, werden Sie Extremist, dann haben Sie automatisch immer recht. Das ist das Tolle daran. Ne? Und weil das so attraktiv ist, gibt es jetzt schon eine eigene Fachmesse für fundamentalistische Spinner. Die Fanatiker 2015. Hier präsentieren religiöse Extremisten, aber auch Non-Profit-Organisationen die neuesten Trends und Produkte. Ob CDs von den fanatischen Vier, Radikalender mit den wichtigsten Krawallterminen oder für die kleinen Extremisten Salafinchen, das lustige Salafismus-Maskottchen. Fick dich, du Gläubiger! Schönen guten Tag. Wie ist denn Ihr Name? Hassan. Hassan mit einem S? SS. SS? Geil. Mein Opa war auch da, da kann ich was erzählen. Guten Morgen, ich suche die Halle für die Islamisten. Ja, die sind dieses Jahr wegen des großen Andranges in Halle 2, das ist die größte Halle hier. Da müssen sie durch Halle 1 bei den Nazis vorbei und dann an so einem kleinen bunten Hamas-Stand links ab durch so eine Tür und dann sind sie in Halle 2. Alles klar, danke. Dieser junge Messebesucher ist Winfried Schafbecker. Er ist seit 3 Jahren arbeitslos, hat keine Freundin und ist charakterlich ziemlich labil. Er will sich auf der Fanatica über weitere berufliche Möglichkeiten informieren. Geh zu ISIS, altes Haus, hast du nichts drauf, dann tob dich erstmal richtig aus. Zuerst erkundigt sich Winfried am ISIS-Stand über den Beruf Märtyrer. Hier winkt ihm eine glänzende Karriere als Kanonenfutter, wenn er bereit ist, Selbstmordattentate zu machen. Lohnt sich auf jeden Fall, weißt du? Und ab dem zweiten Selbstmordattentat ist die Bezahlung dann auch höher. Ach so, aber das klingt doch ganz gut. Hey Bruder, geh doch nicht zum Billigimitat. Komm zum Original, komm zu Al-Qaida. Ey, ey, Al-Qaida ist dermaßen auf dem absteigenden Ast, das ist der HSV unter den Terrororganisationen. Du Sohn einer mutterlosen Ziege! Hey du, du kannst auch zu Boko Haram kommen. Entschuldigung, wo sind hier die radikalen jüdischen Siedler? Die sind in Halle 7. Dankeschön. Jetzt heißt es Angebote vergleichen. Sagen Sie mal, Ihre Kollege von ISIS hat mir im Paradies aber 73 Jungfrauen versprochen. Oh, 73 Jungfrauen? Einen Moment, muss kurz mit Chef sprechen. Khalid, über Nacht, Bakira, über Nacht. Okay, wir bieten Ihnen jetzt 74 Jungfrauen. 74? Das klingt ja gar nicht schlecht, aber haben Sie überhaupt so viele Jungfrauen bei den ganzen Märtyrern? Wir haben immer genug Jungfrauen, oder Fatima? Na sicher. Ey, mein letztes Angebot. 75 Jungfrauen und eine Tüte Datteln. Datteln? Ich mach's. Die Fanatica 2015 Wiedersehen. Ist noch bis Ende des Jahres geöffnet. Ist das Problem der Islam oder haben die Gewalttaten von Paris mit dem Islam nichts zu tun? Schwierig. Mal eine andere Frage. Hat Karies was mit Zähnen zu tun? Ja und nein. Ne? Ohne Zähne kein Karies. Aber der Zahn ist auch gleichzeitig das Opfer der Karies. Die Ursache für Karies sind aber nicht Zähne im Generellen, sondern ungeputzte Zähne. Sie verstehen? Ich auch nicht so ganz, aber ich finde, es klingt irgendwie schlau. Vielleicht kann uns unser folgender Gast da Fundierteres zu erzählen. Wir haben aus aktuellem Anlass den Vize-Ersatzpressesprecher der Weltreligion zu Gast, Thorsten Sträter.
Merhaba, Shalom, guten Tag. Offensichtlich müssen wir mal reden. Wir vom Verband der Weltreligionen sorgen uns. In meiner Eigenschaft als Sprecher sehe ich es als dringend geboten, ein paar Sätze zu sagen. Denn unterschwellig brodelt seit Jahrtausenden die Frage, wer hat den coolsten Gott? Heikles Thema. Hat doch jede Religion ihre Anhänger und Probleme. Seit 2000 Jahren hauen wir uns sozusagen über Kreuz was auf den Schädel. Religion ist kompliziert. Nehmen wir das Judentum. Als Religion eher entspannt, keine Missionierungsexzesse, dazu coole Kleidung und trotzdem ständig Ärger mit dem Nachbarn. Der Hinduismus ist super kompliziert. Es geht für Außenstehende über Tische und Bänke, es gibt diese Kasten. Und wenn du was auf eben diesem Kasten hast, bist du spirituell rein. Wenn nicht, Näse für H&M. Den Buddhismus... Denken Sie einen Moment darüber nach. Den Buddhismus kennen wir als Religion, die oft ein Bildnis des rasierten Rainer Kallmund präsentiert. Als Metapher jetzt. Buddhismus gilt bis an die Grenzen des Chilligen gemäßigt und fällt so auch nicht weiter negativ auf. Der Islam hingegen hat aus westlicher Sicht ein massives Frauenproblem und einen kleinen Teil Anhänger, der auf so ziemlich alles schießt, wenn einer nur zu laut hustet. Den extremen Teil des Islams erkennt man daran, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat, Fusselbärte trägt, gut, bis hierhin könnte es auch Bushido sein, und auf Satire ziemlich humorlos reagiert. Oft im Zusammenspiel mit Sprengstoff und Gewehren. Den nicht-radikalen Teil erkennt man übrigens daran, dass er einen nicht erschießt und sich auch sonst benimmt wie du und ich. Das Christentum hingegen weist überaus interessante Praktiken auf. Früher ultrabrutale Kreuzzüge gegenüber Ungläubigen, heute Kirchensteuer. Offene Hosen. Reißen Sie es. Das macht so keinen Sinn, wenn Sie mir nicht erlauben, geschlossenes Bild zu erzeugen. Heute Kirchensteuer, offene Hosenschlitze, so jetzt wird ein Schuh draus. Und die Unart. Bitte. Und die Unart, Gläubige genau dann in die Kirche zu beordern, wenn sie eigentlich mal auspennen können. So weit, so seltsam. Jetzt fragt man sich, warum können diese fünf Vereine nicht leger koexistieren? Und vor allem, was haben sie gemeinsam? Sie alle glauben an eine höhere Macht. Der Islam spricht sogar von Gewissheit. Wir vom Verband der Weltreligion sagen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel den Engel Michael. Er taucht beim Judentum, den Christen und im Islam auf. Ein Engel, drei Minijobs. Das zeigt, von nichts kommt nichts. Also müssen wir anpacken. Ach ja, übrigens, es wäre schön, wenn Sie im Namen Ihrer Religion nicht einen Abzug betätigen oder ungefragt an der Tür klingeln oder goldene Badewannen kaufen. Und für die Nihilisten da draußen, die einfach mal sagen, nix Gott, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, ist klar, mein Freund. Dann nimm als Beispiel WLAN. Ist unsichtbar, funktioniert trotzdem. Fragen? 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 Keine? Danke. Tschüss. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Und jetzt abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Yo, Pope Francis in the house mit der Ghetto-Faust für ein Halleluja. Franziskus weiße Kappe, ein Checker große Klappe. Haut bloß ab nach der Messe, sonst kriegt ihr auf die Fresse. Wenn mein lieber Freund Gaspari meine Mutter beleidigt, erwartet ihn ein Faustschlag. Bam, e normale. Religion kann schick sein, du musst nur Katholik sein. Du darfst zwar nicht verhüten, doch auch nicht viel aus Brüten. Katholik sein bedeutet nicht, sich wie Karnickel zu vermehren, so das Kirchenoberhaupt wörtlich. Bitte? Wie Karnickel? Oha, Franziskus, damit hast du dir mächtige Feinde gemacht. Jetzt gibt's... Protest des Zentralverbands der deutschen Kaninchenzüchter. Man dürfe nicht allen Kaninchen pauschal ein erhöhtes Sexualverhalten unterstellen, sagen die Züchter. Ey, Kaninchenzüchter, hier die Faust Gottes!
Wissen Sie, wir vom FC bei Menschenrechten Mund zu arbeiten ja hauptsächlich mit den Füßen. Was läge da näher als ein Testspiel in Saudi-Arabien? Ein Land, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. It's a pleasure to be here. Und wenn da kurz vorher der saudi-arabische Blogger Raif Badawi mit Stockhieben traktiert wird, dann können wir nur sagen, wir hatten mehr Zuschauer. Ja gut, vielleicht war dieses Testspiel sportlich bedeutungslos, aber der Sponsor Volkswagen zahlt dafür eine Millionengage. Und wir sind halt der FC Bayern. Wir sind geschmiert. War sonst noch was? Ach ja, Hamburger Wahlkampf 2011, Olaf Scholz ohne Schädeldecke. 2015 Scholz komplett ohne Gehirn. Logisch, nur vollkommen hirnlos lässt sich der Eröffnungstermin für die Elbphilharmonie verkünden. Der Plan ist, dass das am 11. Januar des Jahres 2017 geschehen soll. Oder 2052, was weiß ich. Das war unser kleiner Streifzug durch die Welt der Nachrichten. Viele Menschen glauben das ja gar nicht mehr, was sie in den Nachrichten sehen. Das sind ja alles Systemmedien, alle gleichgeschaltet. Die wirklich wahren Nachrichten, die laufen ja gar nicht im Fernsehen. Die dürfen wir ja gar nicht zeigen, dass zum Beispiel der Mossad gemeinsam mit Elvis Presley in einem Filmstudio unter dem Weißen Haus die Mondlandung gedreht hat. Ja? Das darf keiner sagen. Solche Wahrheiten gibt es nur im Internet. Es gibt Leute, die sowas glauben. Ich meine, es gibt Leute, die alles glauben. Es gibt sogar Leute, die glauben, dass der HSV noch mal deutscher Meister wird. Es ist total irre. Moment. Ich bin immer noch Sky Dumont. Und an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen für die dreisten und falschen Aussagen dieses Mannes. Lieber Zuschauer, für Ihre geistige Gesundheit kann zu diesem Zeitpunkt niemand mehr garantieren. Deshalb ein dringender Appell. Schalten Sie einfach um. Nein, bleiben Sie dran. Verschwörungstheorien sind ja auch außerordentlich unterhaltsam. Zum Beispiel 11. September. Es gibt so viele Verschwörungstheorien rund um den 11. September. Es gibt auch ganz extreme Verschwörungstheorien. Es gibt Leute, die sagen, New York existiert überhaupt nicht. Alles ein Fake, glauben Sie nicht. Es gibt Leute, die können das beweisen. Die können belegen, sie waren noch nie da. Oder wussten Sie, haben Sie gewusst, dass Stephen Hawking Angela Merkels Doktorarbeit in Physik geschrieben hat? Dann hat sie ihn verprügelt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Das stimmt. Natürlich stimmt das. Sowas kann man sich doch nicht ausdenken. Oliver Durke und Henning Nasse mit einem Porträt über einen Star aus der Welt der Verschwörungstheorie. Ein echter Verschwörungstheoretiker. Dass es meinen Mann mal so weit bringen würde? Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Da war er noch der totale Loser. Schatz, du glaubst nicht, wen ich vorhin zufällig getroffen habe. Die Luise Kochmann. Ganz zufällig also. Kochmann mit 2 N? Ja. Und dann hat er den Entschluss gefasst. Er will das auch. Anfangs dachte ich, dass ich das nicht schaffe. All die Fakten, die Zahlen und die akribische Recherche. Er hat ja auch nur Realschulabschluss. Aber auch nur mit Ach und Krach. Aber Verschwörungstheorien sind eigentlich total einfach. Man muss nämlich nur eine wirre Theorie aufstellen und dann irgendwelche Beweise dafür konstruieren. Das muss eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben. Und was mein Mann jetzt alles weiß, davon profitiert ja auch unser Sohn. Ah, guck mal da, ein Flugzeug. Was sind das für Streifen dahinter? Hm? Kondensstreifen. Nein, das sind Chemtrails. Damit kontrolliert die Regierung das Wetter und die Bevölkerung. Echt? Aber mein Lehrer hat gesagt... Ach, der ist doch von der Lügenpresse Mainstream gesteuert. Hm? Jetzt zurück, schnell ins Haus, sonst wirst du noch unfruchtbar. Mein Mann geht so auf in seinem Job. Manchmal sehe ich ihn tagelang nicht. Du bist es. Komm schnell runter, ich muss dir was zeigen. Das ist der Knaller. Ich habe alles aufgedeckt. Es ist völlig logisch. Man muss nur die Puzzlestücke zusammenfügen. Es ist wirklich ganz einfach. Man muss sich nur fragen, wer profitiert. Amerika. Zionisten. Kim Jong-un. Adolf Hitler. Adolf Hitler lebt noch. Keine Frage. Elvis lebt ja auch noch. Heiratet Helene Fischer. Hier, CIA. Ku Klux Klan. Beachte auch bitte das V hier im K. Hoeneß. Hoeneß. Warum ergibt das Netz von Paris ein Hammer und eine Sichel? Der Kommunismus. Aber wer steht in der Mitte? Angela Merkel. Die Rautenfinger.
umgedreht. Und jetzt pass auf. Das Dreieck der Illuminaten. Wow, mein Mann ist jetzt ein Star auf YouTube. Der wird sogar auf Veranstaltungen eingeladen. Außer natürlich montags. Da fahren wir immer nach Dresden. Du sag mal, der Zug fährt genau 17 nach. 17? So viele Tote gab's doch auch in Paris. Es gibt keine Zufälle. Ihr seid ja total irre. Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse! Im Ringen um das Freihandelsabkommen, TTIP, da sind die Fronten verhärtet. Was genau gerade diskutiert wird, ja, was da verhandelt wird, das weiß man natürlich nicht, weil ja alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Alles ganz streng geheim. Ich glaube, das Letzte, was so unglaublich geheim war, das war das Pflaumenkuchenrezept von meiner Oma. Aber ehrlich, der hat auch keinem so richtig geschmeckt. Ja? Mir ist heute zum Thema Intransparenz ein Witz eingefallen. Ich habe den heute Morgen mal in der Redaktionskonferenz geäußert und der kam sehr gut an. Es haben wirklich alle gelacht. Es war eigentlich, also das finde ich, bringt das ganze Thema TTIP und Intransparenz nochmal auf den Punkt. Ja, ist leider geheim. Was will man machen? Dieses ganze Abkommen ist so intransparent, selbst gestandene Politiker können nicht sagen, wofür TTIP eigentlich steht. Oh, Atlantic. Trade, ich kann es nicht sagen. Es ist ein Abkommen über Freihandel, ja. Ja, Transatlantic Treaty auf. Nee, Transatlantic Treaty. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß immer noch nicht, was das heißt, aber Transatlantic Treaty of Nee war es nicht. Gut, dann vielleicht noch mal googeln. Da ist das Thema bei unseren Extra-Reihe Politik-Hinterbänklern viel besser aufgehoben. Hier kommt die große Koalition in der Fußgängerzone, GroKo in der Foodzone. Ja, mein Name ist Philipp Meyer-Degenhardt von der CDU und ich bin heute hier in Hamburg, um die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen zu beruhigen, was das Ingo Wolski, SPD. Abkommen. Wir hatten gesagt, im Rathaus. Wir haben gesagt, vorm Rathaus, mein lieber Wotzki. Sind angefangen? Unsere beiden Politprofis der Großen Koalition sind mal wieder gemeinsam unterwegs, um zu informieren. Ihr Thema TTIP, das Freihandelsabkommen mit den USA. Heute geht es mal ums Freihandelsabkommen. Sicherlich schon von gehört. Nein. Sind da Fragen? Sind da Nein, noch nichts davon gehört. Das ist auch gut so. So wollen wir es eigentlich auch lassen. Naja, komplizierter Stoff, nicht? Wollen wir uns keine Sorgen machen. Genau, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gut, tschüss. Aber da kommt einiges auf uns zu. Also, alles Gute, ne? Tschüss. Jo. Der Amerikaner setzt das durch, was er für seine Interessen für richtig hält. Und der Amerikaner ist die Weltmacht. Und ob das die Wirtschaft ist, ob das Militär ist, ob das sonst irgendwas ist. Das ist doch eigentlich ganz beruhigend. Das ist überhaupt nicht beruhigend. Das ist nicht beruhigend. Nein. Das ist nicht beruhigend. Das ist nicht beruhigend. Entschuldigung. Das ist nicht beruhigend. Was ist schon beruhigend in diesen Tagen? Aber das Freihandelsabkommen mit den USA muss kommen, auch wenn es da noch ein paar kleine Ungereimtheiten gibt. Die Hühner werden mit Genmais gefüttert. Die Chlorhühner, muss ich sagen. Die werden abgetaucht in so ein Chlorbad, bevor wir die essen. Ja, also das ist jetzt, aber auch wenn wir die amerikanischen Normen übernehmen. Mein lieber Wolski, da muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen. Das ist natürlich auch Sie wahrscheinlich gerne mal in ein Schwimmbad gehen und dort in das Chlorwasser eintauchen. Und mehr ist es ja auch nicht. Ja, aber ich esse den Herrn dann ja nicht hinterher. Gut für die Wirtschaft, gut für uns alle. Also wir von der Union treten für ein Europa ein, für ein Deutschland ein, in dem ein Huhn selber entscheiden kann, wo es baden möchte. Sie wollen wohl auch noch irgendwie den Graugänsen vorschreiben, wo die ihre Flugroute zurück zu. So genau. Ist das ist nämlich SPD. Ich glaube, das regulieren, regulieren, regulieren. Die Merkel ist nicht frei in ihren Entscheidungen. Nein. Sie ist gebunden in Marionette. Marionette ist das. Ich muss meinen Kollegen ein bisschen einbremsen. Wir sind eine große. Sie mit Ihrer Volksschulmentalität. Wissen Sie was? Sie beunruhigen den Herrn. Das muss man mal. Aber das macht er ständig. Das ist unfair, ist das? Nee, das ist überheblich. Ist überheblich? Das. Überheblich. Ja, aber es ist schwierig. Die Juristenschwein. Das wollen wir nun auch nicht. Aber, ne? Dabei ist es Ihr, Herr Gabriel, der das nachher de facto mit den Amerikanern umsetzt. Also, das ist aber... Gibt es da eine Antwort, eine richtige drauf, oder? Da hat er ein ganz linkes Ding gemacht. Da. Kann ich auch ja das sagen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Lassen Sie mal den Sigmar Gabriel raus. Wir beide machen das. Sonst können Sie es doch gleich mit dem Sigmar Gabriel machen hier. TTIP, ein schwieriges Thema in guten Händen. Handelsabkommen mit den Amerikanern selber unterschreiben. Das machen doch nicht Sie. Das machen Sie ja auch nicht. Nein, aber ich behaupte auch nicht, dass ich es mache. Nee, ich mache es auch nicht. Ich meine, ich behaupte es nicht. Ich kann aber eben so nicht. TTIP, ein hochkomplexes Thema. Es wird ja immer so getan, als müssten immer nur wir Angst haben vor amerikanischen Lebensmittelstandards. Die Amis haben ja auch Angst vor unseren Lebensmitteln, zum Beispiel vor Rohmilchkäse. Nicht lebende Kulturen im Käse, es ist denen so suspekt. Es gibt wirklich französische Käsesorten, die sitzen in Guantanamo. Die haben auch, und übrigens zu Recht, Angst vor deutschen Bakterien, Hühnern. Eine Untersuchung hat jetzt ergeben, 9 von 10 Putenschnitzel in Deutschland sind übersät mit resistenten Keimen. Also Keime, die durch Antibiotika und Selektion schon so hoch differenziert sind. Ich hatte schon Putenschnitzel, da stand das Verfallsdatum nicht mehr drauf. Die Keime haben es mir beim Auspacken gesagt. Und das Ganze, klar. Das Ganze kommt von den Antibiotika, die wir bei der Fleischerzeugung verwenden. Wir verzichten auf das Chlor. Aber nicht auf Antibiotika. Das sind solche Mengen. Ein normales Putenschnitzel soll demnächst 13 Euro kosten. Ja, 3 Euro für das Fleisch, 10 Euro Praxisgebühr. Dafür wird die wieder eingeführt. Ja, natürlich. Ja. Das Grundproblem ist halt die Massentierhaltung. Wir Deutsche wollen immer Tierrechte, klar, natürlich, immer gerne. Aber wir kaufen nur Billigfleisch. Der Anteil von Ökofleisch liegt im Verkauf bei nur 1%. Wir Deutschen wollen es immer billig. Wir sind die Spitzenreiter in Sachen billig. Wir sind die Billigheimer par excellence. Wir sind in Deutschland so billig. Noch billiger kommt man nur an Frischfleisch, wenn man beim Bachelor mitmacht. Die Werbung. Fleisch. Sie stehen auf viel Fleisch für wenig Geld? Kein Problem. Jetzt ist Fleisch noch billiger. Dank Massentierhaltung. Vergessen Sie überteuerten Tee. Trinken Sie lieber günstiges Schaschlikwasser. Genau. Schmeckt mir auch viel besser. Fleisch. Billiger geht's nicht. Ist Ihre Autoscheibe dreckig? Fällt Ihre Tür immer wieder zu? Nehmen Sie Fleisch. Der günstige Allrounder für jede Gelegenheit. Wissen Sie eigentlich, wie teuer Golfbälle sind? Dann nehme ich doch lieber eine Frikadelle. Wie geil ist das denn? Fleisch, greifen Sie zu. Es kostet ja nichts. Ein Film von Jasmin Lenkemann. Ich bin ja bei Lebensmitteln immer schnell verunsichert. Ich habe das Gefühl, diese Kennzeichnung ist irgendwie irreführend. Also zumindest ich verstehe es oft nicht. Da sind viele Mogelpackungen. Kommt mir so vor. Ich sehe zum Beispiel so Hinweise wie ohne Geschmacksverstärker und dann laut Gesetz. Ohne Geschmacksverstärker, laut Gesetz. Was soll denn das jetzt? Soll ich es essen, soll ich es nicht essen oder die Rechtsberatung anrufen? Wir haben jetzt eine Expertin zu Gast, die uns da hoffentlich weiterhelfen kann. Ich begrüße in unserem Extra 3 Checker-Labor die Lebensmittel- und Verpackungsdesignerin Janine Reinhardt. Sie sind aber auch sehr schön verpackt. Vielen Dank, das ist mein Job. Frau Reinhardt, ich bin ein bisschen entsetzt. Schauen Warum? Sie bitte mal, was ich im Supermarkt gefunden habe. Hier, ja. Diese Tüte, 3 Fitnessäpfel. So eine Frechheit. Und? What's the fucking problem? Da sind 2 drin. Ja, also ich meine, Sie müssen schon lesen, Herr Ehring. Na, hier steht's doch. Inhalt 2 Äpfel. Das ist ein bisschen sehr klein. Aber es steht drauf. Und außerdem 3 Fitnessäpfel, das macht auch einfach viel mehr her als 2 Fitnessäpfel. Und ein großer Vorteil auch für Sie, Herr Ehring, 2 Äpfel haben einfach viel weniger Kalorien als 3 Äpfel. Deswegen Fitness. Aber da werden wir doch getäuscht. You are so wunderbar naiv. Ich meine, gucken Sie doch mal hier. Zum Beispiel das Schwarzwälder-Schinken. Ja, den mag ich gern. Mhm. Ja, das ist aber amerikanischer Schinken. Steht aber drauf, Schwarzwälder-Schinken. Weil er in Schwarzwald geräuchert wurde. Und das reicht aus? Absolutely. Und deshalb haben wir jetzt auch eine Smokery in den Schwarzwald gebaut. Und da räuchern Sie dann Schinken aus aller Welt. Und der ist dann Schwarzwälder Schinken? Oh Gott, no. Also da packen wir den Schwarzwälder Rauch ab.
Und den verschicken wir dann raus in die ganze Welt. Was nicht? Und das Beste ist, jeder kann dann seinen eigenen Schwarzwälder-Schinken herstellen. Also jemand in Neuseeland, aber auch jemand zum Beispiel im Schwarzwald. Das ist ja großartig. Und sowas macht eine Lebensmittel- und Verpackungsdesignerin. Wissen Sie was, Mr. Ehring, also verurteilen Sie mich nicht. Ja? Also auch die Natur hat nicht immer alles fehlerfrei gemacht. Also zum Beispiel hier, diese Bananen. Auf den ersten Blick, muss man schon mal sagen, sieht aus, als seien sie ausreichend verpackt, richtig? Ja, wunderbar verpackt, nicht ökologisch. Die Verpackung ist direkt bei der Produktion dabei. Und hier oben halt auch eingebaut, der praktische Griff zum Aufreißen. Papalapap, gucken Sie sich das doch mal hier an. Also zum einen, kann man diese Bananen ökonomisch stapeln? Nein. Kann man nicht, richtig. Und dann bei Druck, was passiert? Das ganze Ding, es zermatscht. Mhm. Das möchte keiner. Und ich meine, dieser Farbauftrag, ja, der wechselt ständig. Ist die Banane jetzt gelb? Ist sie jetzt grün? Ist sie jetzt braun? Ich meine, wer soll das denn jemals im Regal wiederfinden? Ja, und was schlagen Sie vor? Schön, dass Sie fragen. Vielen Dank. Unsere Idee, die vakuumverpackte Banane in der Bio-Altpapierschachtel. Hier, stapelbar, sehen Sie, ja. In trendigen Magenta und mit ein bisschen Vitamin C. Und here you are, das Bananenfilet. Entschuldigung, Bananenfilet. Ja, ich meine, wir haben noch ein paar Aromastoffe dazu gemischt. Also Aromastoffe sind noch drin, ein bisschen Wasser natürlich, ein bisschen dies und das haben wir gemixt. Und dann, ja okay, 51% kleingehäckselte Bananen dazu, damit wir es auch noch Banane nennen dürfen. Ich weiß auch nicht, die sind da mit ihren Vorschriften auch immer echt wahnsinnig. Frau Reinhardt, das ist hier 95% Verpackung, das ist ein bisschen Banane und sonst Luft. Luft? Entschuldigung, das nennt man Leerraumanteil. Ach so. Und so ein bisschen Schwankungen, ein bisschen Tolerance. Ja, das hast du immer. Und man muss auch sagen, ganz ehrlich, in diesen Tagen sind wir nicht alle ein bisschen mehr für Toleranz? Ja, das sollten wir sein. Ein schönes Schlusswort. Frau Reinhardt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielen Dank, Janine Reinhardt. Vielen Dank an Sie fürs Zugucken. Das war Extra 3. Jetzt kommt Vivaldi. Bis zum nächsten Mal. Toleranz? Toleranz. Man sollte auch mehr anders. Ich bin, glaube ich, wieder. Hallo, ich bin Sky Dumont. Sie haben wirklich bis zum Ende durchgehalten. Puh, Respekt. Denn diese Sendung ist ein einziges Lügenkonstrukt. Das Studio mit Blick auf den Reichstag? Oh, gelogen. Eine billige Kulisse in einem feuchten Keller in Hamburg. Das gut gelaunte Publikum? Ich sag nur, gratis Prosecco. Und der sogenannte Moderator, ein schlechter Kleindarsteller aus der Heute-Show. Es gibt nur eines, was an dieser Sendung echt ist. Und das bin ich. Hier ist Sky Dumont.